Einen wunderschönen guten, meine lieben Bandesau. Mein Name ist Krepphand und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Tektonika. Ist eine Weile her, seit der letzten Aufnahmesitzung, also seht mir ein bisschen nach. Und es gab eine Menge Updates, die eigentlich nichts Weltbewegendes verändert haben. Daher geht ich auch mal nicht weiter drauf ein. Was wir jetzt aber mal, worauf wir jetzt eingehen müssen, ist Energie. Weil wir haben da so ein kleines Problem, dass die Kurbeldinger hier doch relativ schnell am Ende sind. Das nächste Problem ist auch die hier. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich hoffe, wir kriegen da auch mal eine elektrische Variante, weil das geht einem dann doch mal ein bisschen auf den Keks. Gut, das haben wir. Ansonsten müssen wir tatsächlich welche abzwacken. Das will ich eigentlich nicht. Und irgendwie hatten die hier auch das Problem. Ah, gut, hier fahren Samen tatsächlich rum. Die halten auch welche. Der letzte noch nicht, aber jetzt. Gut. Weil irgendwie, ich hoffe, das haben die auch ein bisschen gefixt. Weil ganz ehrlich, kann nicht sein, dass die weniger produzieren und dann irgendwann samenmäßig, also ne, die Dinger hier, dann komplett leer laufen. Das funktioniert dann, nee, auf Dauer auch nicht. Gut. Jetzt gucken wir einmal in die Forschung rein. Gucken, wie man da hinkommt. Datenbank Technogüter. Ich habe mir gedacht, dass wir ganz kurz erstmal das hier sein lassen. Terraforming brauchen wir jetzt nicht. Produktionsgeschwindigkeit, Schmelzgeschwindigkeit wäre nicht schlecht, brauchen wir aber auch nicht. Was wir später noch brauchen, ja, Huxo-Größe und so, kriegen wir auch noch hin, brauchen wir jetzt aber auch gerade nicht. Das brauchen wir auch noch nicht. Transport. Aber die Energie brauchen wir. Wir brauchen zuerst das Wasserrad, den Stromverstärker. Den müssen wir scannen und den müssen wir scannen. Haben wir noch nicht. Wissenschaft, was haben wir hier? Prozessoreinheit, das ist aktiv, kann Neuzuweisung mit. Okay, brauchen wir jetzt auch nicht. Kann Turbo-Boni erhalten, okay. Und den blauen brauchen wir als nächstes auch. Okay. Leuchtstab können wir machen. Lichtmast. Massenlöscher, keine Ahnung was. Okay. Massenschiff, Wirtschaftsgüter, Mittel. Okay. Wofür auch immer man das braucht. Gut. Wir haben das, wir haben das. Moorgeschwindigkeit 2 könnten wir machen, müssen wir aber nicht. Montagegeschwindigkeit brauchen wir auch nicht. Wir bräuchten Tatsache so langsam mal einen elektrischen Abbauer. Was kann man machen? Ist erstmal egal. Aber wo finde ich jetzt Transport, Energie, Wissenschaft? Nein. Irgendwo muss ja auch rein theoretisch Schmelzofen. Das müsste dann alles hier drin sein. Pascha, Pflanzer, Produktionsgeschwindigkeit 2. Schmelzgeschwindigkeit, Montage, Biodichte. Leider sehe ich ja noch nichts in der Richtung. Task inbound. Research core 480 nanometers. Blue. Enables the activation of advanced technologies. Advanced technologies require accumulated electrical charge at time of activation. Insufficient charge will result in tech lockout. Okay. 480 blaue Dinger. Die da. Ach, du ahnst es nicht. Was brauchen wir dafür? Forschungskarte lila. Prozessoreinheiten, die produzieren wir. Kühlsystem, das produzieren wir noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie kriegen wir das zusammen? Bau. Beleuchtung ist klar. Zwischenprodukte. Das da. Mechanische Bauteile und Zitterdorn-Kühlmittel.
Lass mich raten, das kriegst du aus dem Mist raus. Das müsste Zytodon sein, ne? Was produziert ihr hier? Ihr produziert doch eigentlich bloß. Genau. Diesen Staub, die Dinger, das. Okay. Das heißt, wir brauchen demnächst noch einen zweiten Pflanzer für die Dinger. Das ist jetzt gar ungünstig. Gut. Das haben wir geerntet. Was ist das? Kühlmittel, genau. Das ist plus Kühlmittel. Zwei Dinge. Pflanzmaterial und Kalkstein. Das haben wir ja nicht. Kalkstein wird hier produziert. Okay. Was mache ich damit? Nicht nutzen. Okay. Das ist auch schon mal Ansage. Das heißt, wir haben Kalkstein und jetzt brauchen wir noch Pflanzenmaterial. Wo kriegen wir das her? Pflanzenmaterial. Fasern. Das wären die Dinger, die ja gerade hochschießen. Da haben wir auch keinen richtigen Rückstau. Das heißt, wir müssen dann unter Umständen die Pflanze nochmal ausbauen. Das machen wir sofort. Genau, da brauchen wir noch die kleinen. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Haben wir nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 6. Ja, das war klar. Gut, wird Zeit für die Wasserräder. Ah. Dann hat er sie schon produziert. Wunderbar. Ah. Der kann erstmal produzieren. Dann brauche ich noch ein paar Pflanzer. Habe ich die noch oder muss ich welche bauen? Ich muss welche bauen. Logistik, das. Wo sind die Pflanzer? Ja. Haben wir genau 4 Stück, das passt. Den Output, den muss ich dann. Tatsache würde ich jetzt sagen, wir nehmen das Förderband. Das da. 6. Platzieren das bis hier. So. Das hier drehen wir jetzt mal rum und lassen das leer laufen. Dann kann man das nämlich dafür nutzen, dann hier drauf zu kommen. Ist das leer soweit? Jupp. Das haben sie jetzt nervig gemacht, aber okay. Gut. Damit haben wir das auch schon ganz einfach gelöst. Gut. Ah, ich bin begeistert. Wenn es immer mal so einfach laufen würde, dann wäre ich sehr zufrieden. Nein. Gut. Die Pflanze jetzt noch bauen. Oder die jetzt hingeschmissen? Da. Gut, die Pflanze, die packen wir dann. Und dahin. Du, ja. Das war jetzt. Nein. Du sollst bis dahin. Okay, das passt auch. Jetzt wird es eigentlich hier langsam. Und dann müssen wir gucken, dass die so langsam da, aber sicher dann. Ah ja. Dann langsam aber sicher auch volllaufen.
So, das waren erstmal die. Da können wir nämlich dann hier jetzt die praktisch dann automatisch befüllen lassen. Weil hier diese, das müsste auf jeden Fall jetzt mehr werden. Wir brauchen dazu, um aus dem das zu machen, brauchen wir Pflanzenmaterial. Dafür brauchen wir das. Und das können wir am dümmsten herstellen, ich glaube, in einem Crafter, oder? Behälter, Kurbelgenerator, das ist klar. Eine Montageeinheit, wo haben wir die? Montage. Okay, das müsste nämlich jetzt rein theoretisch besser funktionieren. Komm, sortieren. Wo bist du? Gucken wir mal, dass wir die irgendwo dazwischen die Dübel kriegen. Nein. Schade. Kriegen wir so wenigstens hier dazwischen, oder? Gut. Wer macht euch? Ja, du kriegst dann das Rezept. Dazu brauchen wir dann aber wieder. Dinger, genau. Gut, das macht er auch. Perfekt. Das heißt, hier kriegen wir dann schon mal Pflanzenmaterial raus. Das Pflanzenmaterial und aus dem Kalk können wir dann diese Bio-Bellets machen, ne? Genau, diese Bio-Ziegel. Und die müssen wir dann irgendwie in die Maschinen kriegen und dann laufen die auch schon mal halbwegs automatisch. Das ist gut. Jetzt muss ich nochmal noch was gucken. Was ist das hier? Eisenerz. Okay. Biomaterial, das ist okay. Haben wir überhaupt? Nö, haben wir nicht. Dafür brauchen wir dann nochmal eine Montagemaschine. Und vor allen Dingen brauchen wir hau raus, den brauchen wir sowieso immer wieder. Das wird jetzt schwierig, weil wo ist denn hier der Ausgang? Warte mal, wir haben doch einen Ausgang. Einer Ausgang ist da, den können wir aber auch leider nicht versetzen. Aber wir könnten eins machen. Den Boden jetzt erstmal nehmen. Wo ist der? Da. Und dann können wir dahin gehen und bis ein. Gut. Jetzt wird es ein bisschen eklig. Ein, zwei und jetzt. Okay. Den müssen wir mal kurz da. Ich brauche jetzt hier beim Platz. Okay. Den schicken wir jetzt einmal geradeaus. Den schicken wir jetzt geradeaus. Die hier entfernen wir. Aus wie die hier. Was bist du eigentlich? Ein Schmelzofen bist du? Okay. Den Schmelzofen platzieren wir dann eins da, platzieren dann praktisch so, dann passt das.
Genau, der versorgt sie auch gleichzeitig selber. Okay. Den haben wir. Jetzt haben wir nur das nächste Problem. Warte mal, ich würde eher sagen, dass wir den hier drüben hinpacken. Genau. Dann können wir nämlich sagen, wir machen das so. Genau, dann gehen die da noch hin und das hier kann man auch gerade machen. Gut. Dann passt das ja eigentlich. Die produzieren noch da, die produzieren noch da. Wunderbar. Jetzt müssen wir mal gucken, haben jetzt alle mittlerweile. Nein. Jetzt fehlt es natürlich auf der rechten Seite wieder an Saatgut. Bäh. Okay. Jetzt haben wir zwar die Seite mit Saatgut, aber die andere Seite nicht. Genau. Das haben sie jetzt richtig nervig gemacht. Okay. Gut, wir haben jetzt hier Pflanzenmaterial, wir haben jetzt hier Kalkstein. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze zusammengewurschtelt kriegen. Das machen wir am besten hier. Und sagen dem, ich hätte ganz gerne diese Bio-Pellets. Genau, aus Pflanzenmaterial und Kalkstein. Kann ich erstmal den Kalkstein loswerden. Das hier. Kann er schon mal produzieren. Und ich brauche jetzt ein Logistik-Langgreifer. Na komm. Den haben wir jetzt da. Dann setzen wir den dahin. Gut. Das passt. Das nächste, was wir jetzt machen, ist ein Förderband in die Richtung. Und wieder keine da. Gut, 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 gut. Freie Hand, rechts rum. Jetzt produziert er rein theoretisch. Maschine ist voll. Das ist doof. Wir haben jetzt hier bei den Dingern an der Seite noch einen Slot. Es ist nur die Frage, wie kriegen wir das hin? Du bist schneller. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir Ausgang und Eingang ein bisschen trennen. Ich würde sagen, wir machen jetzt die schnellen Greifarme auf die linke Seite für den Output. Und auf der anderen Seite, hier drüben, machen wir da machen wir dann praktisch die Energieversorgung hin. Müssen wir mal gucken, wie wir das allerdings hinkriegen. Weil wir müssten ja dann rein theoretisch von hier. Warte mal, wir können da auch. Okay, jetzt ist wieder Strom aus. Gut. Also. Nochmal. Für Blonde. Wir machen gar nichts, weil wir müssen jetzt hier.
Ne? Macht das nicht? Okay, will er nicht. Aber hier können wir auf jeden Fall schon mal normale. Eins, nochmal die hinmachen. Also, hier kommen erstmal die normalen rein. Das. Bis. Da. Und da. Dann haben wir schon mal Nummer 1. Nummer 2. Machen wir so. Machen wir so. Nicht. Gut. Das machen wir so, das machen wir so und das machen wir so. Das gefällt mir allerdings ehrlich gesagt nicht so richtig, aber ist erstmal egal. Und dann bräuchten wir da hinten noch eins. Das wäre dann. Alles doof. Ich bin damit sehr unzufrieden. Gut. Hab mir eigentlich schon eine Art Splitter oder so. Kleiner Feder lang. Das Behälter. Nein. Wir könnten aber auch mal gucken, ob wir mal mit über den Behälter rausgehen können, weil da könnte man nämlich rein theoretisch Behälter hier irgendwo hinklatschen und dann. Oh, der passt überall hin, bloß nicht hier hin. Okay. Damit hat sich das auch schon erledigt. Kann ich eigentlich, das ist jetzt mal so eine blöde Frage hier, das so machen? Spiel sagt nein. Das ist natürlich richtig doof. Aber warum denn nicht? Ich könnte aber rein theoretisch, das müsste hier eigentlich funktionieren. Genau. Das könnte unter Umständen funktionieren, dann müssen wir mal gucken gleich. So, du packst mal da drauf. Brauchen wir den lang noch? Na komm. Da ist er. Und funktioniert. Super. Ich liebe es, wenn mal was funktioniert. Das ganze Spielchen können wir dann auch hier noch machen. Aber hier muss ich. Moment, splittet er dann automatisch? Okay. Das ist ja mal nice. Okay. Die sind schon mal automatisch gefeuert. Okay. Aber wenn die wirklich dann. Moment. Okay, super. Das heißt, die haben jetzt automatisch Treibstoff, werden immer beliefert und dann passt das Ganze. Gut. Das heißt, wenn das Ding alle ist, müsste rein theoretisch das nächste nachgeschoben werden. Richtig oder richtig? Richtig. Perfekt. Gut. Ihr seht, das haben wir jetzt hinbekommen. Das nächste müsste dann drüben noch der Kupfer sein. Und wir müssen dann auf jeden Fall jetzt mal so langsam in Richtung Energieversorgung gehen. Das allerdings, meine Lieben, machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.